2 Stunden nach der Landung sind wir in unserer Pension mit familiärem Ambiente und dem südlich-tropischen Flair der allgegenwärtigen Vielfalt üppiger Botanik im Westen von Funchal angelangt. 2 Querstraßen weiter bergab beginnt die Hotelmeile über den Atlantik mit vielen Restaurants, Bars und Geschäften. Über die Estrada Monumental gelangt man in östlicher Richtung in die Altstadt. Gleich anschließend an der letzten Bushaltestelle gelangt man zur Markthalle. Eine Vielzahl von Leckereien, Obst, Gemüse, Souvenirs, Blumen und vor allem frischer Fisch werden hier angeboten. Vor allem das geschäftige Treiben am Fischmarkt ist ein Highlight. Es gibt an dieser Stellküste ein erstaunlich vielfältiges Angebot von Meeresbewohnern. Der schaurig schöne Degenfisch erinnert ein wenig an ein Monster. Er kommt nur hier und in einem Teil von Japan vor und wird an der Angelschnur aus bis zu 1000 Metern Tiefe gefangen. Der Degenfisch wird als Nationalgericht unter dem Namen Espada gegrillt oder gebraten mit einheimischen gebratenen Bananen serviert. Eine äußerst wohlschmeckende Kombination. Weiter geht es in die bezaubernde Altstadt. Das Markenzeichen von Funchals Altstadt sind zweifelsohne die mit Kieselsteinen gepflasterten Gassen und die liebevoll mit verschiedensten Motiven bemalten Türen und Fassaden. Unzähligen Restaurants haben durchaus ein hohes Niveau und es ist vergnüglich, die mit kabarettistischem Talent gesegneten Lokalbesitzer oder Kellner bei der Akquirierung von Gästen zu beobachten. Weiter geht es über die Strandpromenade in Richtung Hafen, aber bevor wir dort ankommen, beschließen wir mit einem der Cabrio-Doppeldeckerbusse noch den Stadtteil außerhalb der Altstadt zu entdecken. Das wären doch etliche Kilometer zu Fuß und von hier oben hat man einen fantastischen Ausblick. Wenn man Funchal wirklich gesehen haben will, sollte man sich auf jeden Fall den Stadtteil Monte ansehen. Monte liegt direkt über der Stadt auf 600 Metern Seehöhe am Berghang. Man kann entweder mit der Seilbahn aufwärts
und mit dem berühmten Korbschlitten wieder abwärts fahren. Oder wie wir mit dem Bus. Und wir bekommen auch noch ein eigenes Empfangskomitee. Es gibt natürlich mehrere Ausflugsziele in Monte. Wir entscheiden uns für einen Besuch des tropischen Gartens Monte Pelles. Bei einer Fläche von 70.000 Quadratmetern gedeihen hier Pflanzen aus allen Erdteilen. Den besonderen Reiz dieses Gartens aber macht aus, dass er nicht allein den Pflanzen, sondern auch der Kunst gewidmet ist. Zwischen Blumen und Bäumen sind Skulpturen, Fliesenbilder und restaurierte architektonische Bruchstücke arrangiert. Bekannte und unbekannte Künstler, alte und neue Werke stehen hier nebeneinander. Blumeninsel oder grüne Insel wird Madeira oft genannt. In der Hauptstadt Funchal gibt es an jeder Ecke grüne Parks und private Gärten. So wird auch der Heimweg zu einer weiteren kleinen Entdeckungsreise. Get it off.